Hallo ihr Couchos zu einer Runde Paladins. Wir spielen Sky. Wir spielen Sky, für die wir auch letztes Mal das Deck zusammengestellt haben. Nee, das wollte ich nicht. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Beim letzten Mal habe ich ja übrigens Schwachsinn erzählt. Klar, wir haben zwar eine Fernkampfattacke, was ja eigentlich alle haben, aber wir sind eigentlich ja nicht unbedingt ein Fernkampfcharakter, da wir durch unsere Time Bomb doch häufiger mal vorne rein müssen. Also, das von hinten angreifen müssen wir nochmal schauen, ob das so viel Sinn macht, weil wir durch unsere Time Bomb doch häufiger mal, ja, uns als Target doch anbieten. Aber, das schauen wir mal. Oh, sie hat gar keine Munition mehr. So, solange die hier nicht reinkommen, ist alles gut. Ja, ja, die Mauer ist perfekt, danke. Oh Gott, irgendwas kommt von hinten. Shit. Da haben sie mich. Aber prinzipiell, wenn Fernando da drin stehen bleiben würde, bitte, haben wir jetzt gleich unser erstes Katapult. Ja, damit haben wir unser erstes Siege Engine. Ja, sie sind allgemein, ich meine, man hat es ja allein dadurch gesehen, dass ich den dem Deckbilder vorgestellt habe, schon gesehen. Sie arbeiten wirklich regelmäßig oder fleißig an dem Spiel. Sie beheben Bugs, sie machen kleine Änderungen an Charakteren etc. Wobei ich euch da jetzt nicht jede kleine Änderung sagen kann, weil diese, zum Beispiel, wenn sie irgendwas an Charakteren geändert haben, dadurch, dass ich jetzt auch gar nicht so extrem viel spiele, wüsste ich das jetzt gerade auch gar nicht unbedingt. Aber zum Beispiel, wenn jetzt hier gleich unsere Siege-Engine stirbt, und zwar durch... Oh shit. Einmal hier verstecken. Und zwar durch das Zerstören der Wand, dann, steht nicht mehr mehrfach da, dass die Sie, also dann steht nicht mehr da, dass es zerstört worden ist und dass wir es und dass die Siege Engine auch kaputt ist, sondern steht eben nur noch das eine da. Das nehmen wir. Irgendwo einer war hier links drin. Wir ticken. Also der Gegner hat gefühlt irgendwie nicht so richtig Ahnung davon, was er hier macht. Der bleibt einfach fast die gesamte Zeit draußen stehen. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen... Oh shit. Ein bisschen zurückdrängen lassen. Ah, wäre ich drin stehen geblieben, wäre es vielleicht besser ausgegangen, weil es fehlen wieder nur 10 Punkte. Ja. Aber das Schöne ist, wenn wir hier... das Match gewinnen. Für das erste Match gibt es ja immer 2 Kisten. Und wie wir in der letzten Folge, also bei dem Deckbilder gesehen haben, fehlen mir ja noch ein paar Karten, damit ich den Construction-Modus spielen kann. So. Shitte. Ja. Ich finde es ganz cool, dass sie nicht mehr nachladen muss. Muss ich gestehen. Das war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ah, shit. Gucken, macht meine Bombe noch irgendwas? Sie hält sie auf jeden Fall auf. Das war ganz praktisch. Okay, wir nehmen erst die und hoffen, dass wir unsere andere auch noch bekommen. Scheinbar, das weiß ich gerade nicht, muss ich gestehen. Also bis jetzt habe ich, glaube ich, nur Karten bekommen, die ich auch im Deck hatte. Vielleicht gibt es diesen Deckmodus gar nicht mehr, sondern man bekommt sowieso noch, nur noch die, die man im Deck hat. Das könnte zumindest sein. So, Capture Point ist da wieder rechts. Und da steht auch schon einer dran. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, ja. Slow uns mal ruhig. Da habe ich kein Problem mit.
So ist natürlich, auf der einen Seite müssen die jetzt überlegen, was macht denn jetzt Sinn? Draußen stehen bleiben? Und dafür eben... Oh shit. Ich habe kein Leben mehr, ich habe kein Leben. Komm, gib mir das... Na, Schiete! Ich hätte das Leben gebraucht. Die nächste Siege-Endung bekommen sie auch. Nachdem ich eben noch dachte, dass wir hier ziemlich überlegen sind, bekommen wir jetzt gerade ganz schön aufs Fressbrett. Und das... Oh ja, der gegnerische Sky hat schon 4 Karten. Wobei bei uns hat auch schon einer 4. Also eigentlich haben wir einen leichten XP-Vorteil. Gut war natürlich eben, dass wir, ja, ich geh mal eben raus aus dem Ding. Ich denke, dieses Mal werden wir es nicht down bekommen, oder? Nee, diesmal werden wir es nicht down bekommen. Oh, warum hat die mich noch gemacht? Ich war doch eigentlich unsichtbar, oder nicht? So, wie sieht's denn vom Leben aus? Na okay, ich kann vom Gegner natürlich nicht sehen, wie, wer da lebt und wer nicht. Von uns sind jetzt zumindest alle am Leben und außer Evi haben auch alle relativ viel Leben. Also eigentlich, die halten die da noch auf, während hier Piglet... Piglet? Achso, heißt der Spieler, oder? Piglet war kein Charakter, wenn ich mich nicht irre. Komm ich da rein? Oh nein, schade. Hätte Bock, ich komm da rein. Alter, was ist hier kaputt? Shit. So, neue Karte. Ich nehme jetzt einfach mal die Disrupt-Karte rein. Und tatsächlich bekommt der Gegner das nächste Mal das Ding schon. Jetzt, nachdem wir das erste locker bekommen hatten und sie keinerlei Verteidigung hatten, rennen die jetzt hier uns einfach durch. Oh nein, der Hit war ziemlich geil. Der Hit, den ich da gerade hatte, war mega gut. Ich glaube, da standen 3, vielleicht sogar alle 4 mit drin. Also, ja, jetzt ist das Problem. Wir haben noch kaum Schaden auf die Maschine bekommen. Oh shit. Kommt schon. Solange wir das vor dem Gate zerstört bekommen, was momentan gut aussieht, ist es zumindest nicht der Weltuntergang. Shit, ich habe immer noch mal ein Auto hier zwischendurch drin. Okay, der ist durch meine Karte gestorben. Glaube, ja, okay. Okay. Ich habe beim Kartenzusammenstellen was falsch gemacht. Denn sie haben scheinbar, oder sie, was heißt scheinbar, es wird auf jeden Fall was geändert. Und zwar, wenn ich das hier alles richtig sehe, bekommt man von jedem Feld nur noch eine Karte. Das heißt, man muss da Synergien herstellen, nicht unter den Karten selbst. Gut, haben wir wieder was gelernt, das hatte ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich nehme tatsächlich das hier, weil ich die anderen für nicht so extrem sinnvoll halte. Ich glaube, über 80% Leben wird schwer, weil ich doch meistens relativ weit vorne stehe. Und von hinten, ja, ist Zufall, sage ich einfach mal. Double kill.
Nein, er stirbt nicht. Warum stirbt er denn nicht? Und mein ganzes Team ist nicht da. Oh nein, jetzt haben sie den nächsten. Mein Team hat zu lange gebraucht. Das sieht tatsächlich nicht gut aus für uns. Nachdem ich erst das Gefühl hatte, yo. Oh, beim Gegner skillt einer noch nicht mal. Das ist umso bitterer, dass wir hier ziemlich verkacken. Gucken wir mal, ob die triggert. Boah. Ich habe aber tatsächlich, muss ich dann nochmal schauen, dass ich die Kartenzusammenstellung anders mache. Man muss dann ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, bekommt man ja so gesehen, kann man ja wirklich fest einplanen, was man bekommt. Komm schon. Damit kann man das natürlich noch gezielter machen. Ich dachte ja eigentlich weiterhin, dass es random ist, was man bekommt. Das ist es dann ja gar nicht mehr. Bin auf jeden Fall schon mal out of combat. Problem ist, mein Team gammelt da an der Seite irgendwo ab, während der eine hier, ja. Einfach in aller Ruhe capturen dann. Was ist denn das, Leute? Okay, ich habe irgendwen gekillt. Nice. Das ist das Arm. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Oh, hinter uns. Das Disarm ist aber auf jeden Fall das, was die Karten von den Gegnern wegmacht. Kommt schon. 85, 88. Oh nein, jetzt capturen sie es trotzdem. Aber von uns lebte da doch noch ein. Jetzt rennt sie weg. Das ist keine Lösung, wenn es so eng ist. Ja, okay. Die Sache ist, jetzt geht es ja sowieso nicht mehr groß um XP. Boah, wie viel Schaden man da nimmt. Das Problem ist wirklich, dass ich nichts an Heal habe dieses Mal. Das ist, ja, suboptimal, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Dadurch komme ich halt nicht irgendwie, normalerweise sollte man irgendwie was dabei haben, so von wegen, ich gehe jetzt aus Combat und heile mich dann in der Zeit. Das habe ich halt gar nicht, ist das Problem. Vielleicht, ja doch, das eine Mal sollten wir es auf jeden Fall aufgehalten bekommen, aber das hilft uns halt auch nicht so viel, leider. Oder schaffen wir es überhaupt? Ja, schaffen wir. Mehr Leben, kann das sein? Weil wenn ich mir den Kreis da oben angucke, hat das noch relativ viel Leben. Vielleicht hätte ich mir die Patchnotes noch besser durchlesen sollen. Komm schon, aufmounten. Ja, dadurch dauert das Gefecht auf jeden Fall um einiges länger als sonst. Da muss ich jetzt gerade gestehen, ich weiß nicht, wie gut mir das gefällt, weil mittlerweile, außer der eine, der irgendwie keine Karten auswählt, warum auch immer, ja. Nimmt das natürlich was vom Spiel weg? Normalerweise hatte man es ja doch, okay, einer war. Irgendwer hat halt nicht alle Karten bekommen und dadurch war man dann im Vorteil. Und das hatte irgendwo was, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Jetzt kommt das Ding nicht dumm. Komme ich hier lang? Ja. Und. Auf der anderen Seite gingen die Spiele natürlich zum Teil wirklich sehr, sehr kurz und
Ich weiß noch nicht, was mir besser gefällt. Kann ich noch nicht so richtig hundertprozentig einschätzen. Komm schon. Komm schon. Nice. So. Wir kommen hier eh nicht mehr raus. Schade. Ich dachte, ich bekomme vielleicht noch das Leben. Ich habe sie aber auf jeden Fall gut aufgehalten. Mein Team spawnt. Und, wenn Pip nicht hinten stehen bleiben würde, dann, Fernando war auch noch hinten. Warum denn? Wir hätten hier... Wir hätten eine mega gute Chance gehabt, wenn die beiden jetzt auch schon an der Front wären. Und wenn ich das richtig gesehen habe, haben beide gelebt. Also Pip hatten wir sowieso gesehen auf der Karte. Fernando war verdeckt durch Pip. Ja, dadurch, dass die nicht vorne waren, ist jetzt natürlich von denen schon gecaptured worden. Die haben schon 2 Kills wieder. Ja, chancenlos möchte ich jetzt nicht sagen. Aber, so, irgendwen haben wir genockt out. Shitte. Nein, ich bleib aber auch dummerweise echt immer in der Fähigkeit stehen. Das ist ziemlich schlecht einfach von mir. So, Pip hält auf jeden Fall jetzt momentan da vorne noch ganz gut auf. Ich glaube, dass die 3 ankommen soll. Oder ist Fernando? Pip ist jetzt down. Oh, Fernando ist noch hinten. Lebt vorne noch? Vorne lebt sie noch. Ja, jetzt aber nicht mehr. Ja, das ist jetzt... Wird jetzt spannend. Ich glaube nicht, dass wir es aufhalten können. Gucken, ob hier jemand reinläuft schon. Befürchte eher nicht. Boah, die... Es geht, tickt von ihr so unglaublich schnell. So. Damit kommen wir auf jeden Fall hier schon mal weg. Mit meinem Q habe ich ja durchaus. So, mal schauen, ob da einer reinläuft. Jetzt habe ich Glück. Nee, war keiner drin. Shit, das war jetzt auch blöd von mir. Kommt schon, Leute. Aktuell lohnt sich mein Q, glaube ich, einfach nicht. Ich meine, das macht keinen Schaden auf die Siege Engine. So. Das haben wir nochmal ganz gut abgewehrt. Nice. So, ich brauche auf jeden Fall eben hier. Los, einmal heilen bitte. Macht keinen Sinn, nämlich, wenn ich jetzt mit quasi keinem Leben vorne reingerannt wäre. So, jetzt sind wir alle am Leben. Wir haben alle volles Leben und wir sind quasi alle beim Punkt. Wenn wir das jetzt nicht irgendwie ausnutzen können, wäre das nicht besonders gut von uns. So, meine Leute capturen auf jeden Fall. Oh nein, nein, ich bin da wieder reingelaufen. Warum? Oh, die eine wurde noch getroffen. Von mir sind immer noch 4 vorne. Jetzt sind es noch 3. Und wir capturen weiter. Ja. Fernando geht auch noch rein. Das müssten wir eigentlich haben. So schnell dürfte da keiner reinkommen. Nice. Und ich spawn direkt hier vorne. Das ist mega praktisch. Das heißt, wir müssten hier eigentlich noch fast eine Kill-Serie hinlegen können. Wo ist sie? Oh, shitte. Ich sie nicht getötet bekommen habe. Aber es sind schon wieder 2 down. Das heißt, bis die jetzt respawnen, dauert das eben erstmal wieder.
Er hat uns nicht geschafft auszusperren. So, und wir sind jetzt alle hier. Nice, wir gewinnen die Runde. Das war doch mal ein schönes Comeback. Beziehungsweise, das war echt so ein Hin und Her. Zum Anfang echt gedacht, okay, ja, locker gewinnen. Ich dachte, wir machen das hier 3-0, also die bekommen nichts down. Dann sind die auf einmal mega in Führung. Ja. Und auf einmal geht es dann doch ziemlich ab. So, ich würde sagen, wir machen eben die beiden Chests noch auf. Guck mal rein, was da drin ist. Vielleicht bekommen wir noch unsere eine Karte für Pip, die wir brauchen. Nee, die ist noch für Fernando. Und zu guter Letzt bekommen wir noch eine neue. Ah, hier ist jetzt das Neue drin. Das steht nicht mehr drunter, sondern hier oben. Für hier unseren Heiler. Nee, das ist nicht der Heiler. Das ist der komische Robo-Viech. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Also bei einem anderen Projekt oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.